Moin Leute, ist 1 Grad globale Erwärmung wirklich so schlimm? Bedeuten 1,5 Grad Erwärmung schon den Weltuntergang oder 3 Grad? Das klingt alles mega extrem. Naja, was wir wissen ist, dass sich durch die Erwärmung tatsächlich etwas ändern wird, denn wir können diese Änderung langsam aber sicher beobachten und merken. Aber wann treten welche Effekte ein? Warum schon bei so geringen Temperaturänderungen? Und wer wird diese Effekte als erstes merken? Dazu müssen wir Folgendes verstehen. Noch Anfang der 2000er Jahre ging man davon aus, dass die meisten Kipppunkte irgendwo oberhalb von 3 Grad Celsius globaler Erwärmung liegen. Heute weiß man, dass einige dieser Kippelemente bereits bei ungefähr 1,5 Grad ausgelöst werden können. Aber was ist eigentlich ein Kippelement und ein Kipppunkt? Das Klima entsteht aus einem Zusammenwirken aus vielen Teilen des Erdsystems. Dazu gehören Land, Ozean, Atmosphäre, aber auch die Vegetation und das Eis. Alle Teile stehen in Wechselwirkung. Empfindliche Teile im Erdsystem, wie zum Beispiel der grönländische Eisschild, gelten als Kippelemente. Werden sie durch eine zu hohe Temperatur in der Atmosphäre oder massive Zerstörung überstrapaziert, verändern sie sich schnell, nicht linear und irreversibel. Ähnlich wie bei einem Kreisel, der immer langsamer läuft und dann irgendwann plötzlich kippt. Das beeinflusst die Wechselwirkungen mit vielen anderen Teilen des Klimasystems und führt zu einer weiteren Erwärmung, die wiederum andere Kippelemente gefährdet. Der Kipppunkt ist dann zum Beispiel die Temperatur, bei der das eintritt. Für den grönländischen Eisschild schätzt man den Kipppunkt auf etwa 1,5 Grad globale Erwärmung. Die Temperatur, die wir in voraussichtlich 7 Jahren erreichen werden. Wo genau welches Kippelement seinen Kipppunkt hat, kann man nicht genau sagen. Deswegen werden Temperaturbereiche mit Wahrscheinlichkeiten angegeben. Momentan geht man von insgesamt 9 global und 7 regional wirkenden Kippelementen aus. Hier seht ihr einmal das arktische Meereis, welches eine Dicke im Bereich von Zentimetern bis Metern aufweist und im Sommer schrumpft bzw. im Winter wieder wächst. Immer schön im Wechsel. Das hier hingegen, was ihr hier seht, ist das kilometerdicke Eis über Grönland. Und beides ist gefährdet. Fangen wir mit dem arktischen Meereis an. 2022 wurden 3 unabhängige wissenschaftliche Veröffentlichungen herausgebracht, die etwas zeigen, was wir alle vermutlich weder sehen noch hören möchten. Hier seht ihr die Fläche des arktischen Meereises in Millionen Quadratkilometern und wie diese über das Jahr hinweg im Sommer schrumpft und im Winter wieder wächst. In Grau seht ihr den Durchschnitt von 1981 bis 2010. 2012 gab es aufgrund verschiedener extremer Wetterereignisse, wie zum Beispiel einen besonders warmen Nordatlantikstrom und eine Hitzewelle, die von Nordamerika kam, einen Negativrekord. In Blau seht ihr jetzt 2022, welche solche extremen Wetterereignisse nicht erlebt hat. Lässt man jetzt 2012 weg, ist 2022 der Negativrekord. Fakt ist, das arktische Sommereis wird immer weniger und man mag es echt nicht glauben, aber es sieht sehr danach aus, als würden wir innerhalb der nächsten Dekaden einen komplett eisfreien arktischen Ozean im Sommer sehen können. Was macht die Wissenschaftler da so sicher? Sehen wir uns mal die Dicke des Eises von vor 10 Jahren an und von heute. Ihr seht, damals gab es eine relativ große Fläche mit meterdicken und mehrjährigen Eis. Heute sind es teilweise nur noch Zentimeter und kleine Ereignisse wie Stürme können diese dünnen Schichten zum Brechen bringen und dann dazu, dass diese vollständig abschmelzen. Der grönländische Eisschild liegt auf dem Land, ist kilometerdick und wird hauptsächlich durch die erwärmte Atmosphäre geschmolzen. Das passiert deutlich langsamer als der Verlust des Meereises, aber auch hier steigen die Schmelzraten immer schneller. Es sieht danach aus, dass wir ab ca. 1,5 Grad globaler Erwärmung einen Schmelzprozess in Gang setzen, der unumkehrbar wird. Selbst wenn wir die globale Erwärmung auf unter 2 Grad begrenzen können, wird der Meeresspiegel über die nächsten Jahrhunderte weiter ansteigen. Dieses Kippelement reagiert sehr träge. Das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes wird den Meeresspiegel über viele Jahrhunderte ansteigen lassen und damit die Landkarten praktisch neu schreiben. Bis zum Jahr 2300 wird der Meeresspiegel um 2 bis 7 Meter, eventuell sogar um bis zu 10 Meter steigen. Innerhalb dieses Jahrhunderts geht man von einem halben Meter Anstieg aus, wenn man starke Klimaschutzmaßnahmen trifft. 2 Meter werden es, wenn wir geringe Klimaschutzmaßnahmen treffen.
Wie viele Menschen der Meeresspiegelanstieg schon in diesem Jahrhundert betreffen wird, ist schwer abzuschätzen. Allerdings sollte man einfach sehen, dass 8 der 10 größten Metropolen der Welt direkt am Meer liegen und die Küsten werden auch in Zukunft ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor und attraktiver Siedlungsraum sein. Laut dieser Nature-Studie ist es wahrscheinlich, dass hunderte Millionen Menschen noch in diesem Jahrhundert unterhalb des Meeresspiegels leben werden. Inwiefern es gelingt, diese Städte zu evakuieren bzw. zu schützen, ist extrem schwer einzuschätzen. Bei einem Anstieg von 1 Meter werden ca. 180 Millionen Menschen betroffen sein und 1,1 Billionen Dollar an zerstörten Besitz wären zu erwarten. Schon heute bei nur etwa 25 Zentimetern Meeresspiegelanstieg verschwinden flache Küstengebiete und Inseln bereits komplett. Ein Fakt, der mich extrem schockiert hat bei dem Amazonas-Regenwald, ist der folgende. Der Wald ist ja gigantisch und er speichert eigentlich jede Menge CO2. Durch die Entwaldung ging die im brasilianischen Regenwald gespeicherte Kohlenstoffmenge zwischen 2010 und 2019 von 4,45 Milliarden Tonnen auf 3,78 Milliarden Tonnen zurück. Es ist also um 0,67 Milliarden Tonnen geschrumpft. Nimmt man jetzt noch die Brände und Waldrodungen dazu, dann hat der Amazonas-Regenwald mehr CO2 in die Luft emittiert, als er aufgenommen hat. Statt einer Senke ist der Amazonas-Regenwald also zur CO2-Quelle geworden. In Zahlen bedeutet das, er hat in diesen 9 Jahren 13,9 Milliarden Tonnen CO2 aus der Luft geholt, aber 16,6 Milliarden Tonnen ausgestoßen. Ich meine, wie gestört ist das? Die nächste Frage, die man sich natürlich stellt, was kann bei einem Wald eigentlich kippen? Also wann ist der Punkt, wann es wirklich kritisch wird? Wasser und Nährstoffe sind das Problem. Ein Großteil des tropischen Regens entsteht durch die starke Verdunstung von Wasser aus den Blättern. Grundsätzlich ist der tropische Boden extrem nährstoffarm und die Bäume nutzen ihn nur, um sich daran festzuhalten. Nährstoffe kommen aus einer sehr dünnen Humusschicht, die sich durch abgestorbene Blätter und Bäume bildet. Verschwinden die Bäume, wird der Humus durch Starkregen weggespült. Keine Nährstoffe, kein Wald, kein Regen. Es ist ein natürlicher Kreislauf. Nimmt man jetzt mehr und mehr Bäume weg, reißt man ein Loch in diesen Kreislauf, so wird es immer stärkere Dürreperioden geben und es sterben mehr Bäume, weniger Wasser verdunstet und so weiter. Der Effekt ist selbstverstärkend und nimmt immer mehr Fahrt auf, bis zu dem Punkt, wo nichts mehr geht. Wenn dieser Kipppunkt erreicht ist, dann dauert es vermutlich nur 100 bis 200 Jahre, bis der Wald versteppt ist. Der Kipppunkt hängt nicht nur von der globalen Erwärmung, sondern maßgeblich von der Abholzung und den Eingriffen des Menschen ab. Das Absterben des Waldes ist eine Folge von Abholzung, des Klimawandels und Brandrodungen. Dadurch verstärken sich Erosion und Wüstenbildung setzt ein. Das hätte globale Auswirkungen auf das Erdklima, da immerhin etwa 1/4 des weltweiten Kohlenstoffaustauschs zwischen Atmosphäre und Biosphäre nur hier stattfindet. Der Amazonas-Regenwald ist extrem wichtig für die Biodiversität. 1 von 10 bekannten Arten Amerikas lebt im Amazonaswald. Dies stellt die größte Zahl lebender Pflanzen- und Tierarten der Welt dar. Was bedeutet eigentlich die Abnahme von Biodiversität überhaupt? Ja, scheiß doch auf die Insekten, auf die Tiere, auf die Pflanzen, wir brauchen nur Beton. Naja, mit sinkender Biodiversität sinkt auch die genetische Vielfalt. Man nennt das Generosion. Das führt dazu, dass sich Populationen nicht mehr so gut an ihre veränderte Umgebung anpassen können und das wiederum führt dann zu einem weiteren Verlust. Also auch hier wieder ein selbstverstärkendes System. Und ich meine, wenn man jetzt nicht cool drauf ist, kann man natürlich wieder fragen, na und? Da muss ich jetzt sagen, ich meine, wollen wir wirklich, dass unsere Natur und Vielfalt quasi ausstirbt? Also einfach überspitzt formuliert, am Ende nur noch Beton und ein paar einzelne zugelassene Pflanzen und Menschen. Also ist das unser Ziel oder wo soll das hinführen? Naja, und abgesehen davon, dass das Ganze einfach echt hässlich wird, werden Infektionskrankheiten wie Viren, Pilze, Bakterien zunehmen und sich besser verbreiten können. Und dass das Ganze nicht gut für die Ernährung der Welt ist, das muss ich wohl kaum sagen. Diese Meeresströmung, von der wir hier sprechen, ist wie ein riesiges Förderband für Energie und chemische Stoffe. Sie bringt warmes Wasser nach Nordeuropa, gibt Wärme ab und das abgekühlte Wasser sinkt und fließt dann wieder in den Süden. Durch diesen Wärmetransport wirkt der Nordatlantikstrom wie eine große Heizung, dank derer große Teile West- und Nordeuropas wie Irland, Großbritannien und Skandinavien ein wärmeres Klima aufweisen, als es aufgrund ihrer Geografie eigentlich zu erwarten wäre. Aber wie kann hier eigentlich ein Kipppunkt zustande kommen? Durch die Schmelze des grönländischen Eisschildes fließt Süßwasser in den Atlantik.
Das leichtere Süßwasser schwimmt wie eine Linse auf dem schweren Salzwasser. Das Abkühlen und Absinken des Meerwassers wird gehemmt, weshalb der Sog des Golfstroms schwächer wird. Folglich fließt weniger Warmwasser zu uns in den Norden. Und wann ist damit zu rechnen? In dieser Veröffentlichung haben Professor Rahmstorf und seine Kollegen den Nachweis erbracht, dass die Nordatlantikströmung seit Mitte des 20. Jahrhunderts bereits um ca. 15% vermindert wurde. 2021 schrieb der Klimaforscher des PIK Niklas Börs in einer Nature-Veröffentlichung, der Nordatlantikstrom sei im Lauf des letzten Jahrhunderts von relativ stabilen Verhältnissen zu einem Punkt nahe der kritischen Schwelle übergegangen. Er entwickelte dann weiterhin ein Frühwarnsystem, welches uns vor einem drohenden Kollaps warnen soll. 2022 gab es allerdings noch drei weitere Studien, die zu dem Ergebnis kamen, dass der Kipppunkt doch nicht so nahe liegt, wie 2021 vermutet wurde. Also ihr seht, da wird in der Wissenschaft auch noch sehr heiß diskutiert und das ist auch gut so. Ich meine, davon lebt Wissenschaft, ja, genau so entsteht Erkenntnis. Wir wissen es ja noch nicht, wir versuchen es herauszukriegen. Aber 15% wurde der Strom bereits verlangsamt und daran gab es bisher keinen Zweifel. Die Arktis und der Golfstrom sind miteinander gekoppelt und beeinflussen sich gegenseitig. Der Golfstrom gehört zu der nordatlantischen Umweltströmung und ist unfassbar wichtig für Europa, weil er für das milde Klima verantwortlich ist. Eine Veränderung der nordatlantischen Umweltströmung würde massive globale Auswirkungen auf die Verteilung von Temperatur und Niederschlägen haben. Die mittlere Temperatur in Europa würde drastisch fallen, um bis zu 5 Grad. Es kommt zu einer Erwärmung der südlichen Hemisphäre, einer Verschiebung der innertropischen Konvergenzzone nach Süden, Monsunabschwächungen in Afrika und Asien und dessen Verstärkung in der Südhemisphäre. Das kann zur Austrocknung in der Sahelzone und in Teilen des Amazonas führen und verringert natürliche Kohlenstoffspeicher. Das hat alles unmittelbare Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion und Lebensmittelpreise. Und die Abkühlung des Nordatlantikraums bedeutet leider nicht, dass dieser Effekt die globale Erwärmung wesentlich abschwächen kann. Denn die Wärme, die durch den Treibhauseffekt entsteht, geht nicht verloren, sie verteilt sich lediglich woanders hin. Ja, das waren jetzt hier drei der 16 momentan bekannten Kippelemente. Und ja, die Prognose, was und vor allem wann genau das passieren wird, ist natürlich unsicher. Für einige Kippelemente ist die Unsicherheit sehr groß, für andere weniger groß. Deshalb wird das Konzept der Kippelemente auch häufiger kritisiert. Aber denkt daran, wir Menschen erleben zum ersten Mal eine so krasse Erwärmung. Und diese Vorhersagen bzw. Szenarien, das sind überhaupt die besten Schätzungen, die wir momentan haben. Vieles davon hat sich bereits bewahrheitet und sie werden permanent weiter verbessert und auch angepasst. Zudem werden Unsicherheiten immer angegeben und offen kommuniziert. Also eigentlich sollten wir froh sein, dass wir überhaupt in der Lage sind, solche komplexen Simulationen zu machen, denn ohne diese würden wir möglicherweise blind in eine sehr, sehr schwierige Zukunft laufen. Ach ja, und das Video, was ihr hier gerade im Background gesehen habt, das ist von der NASA. Und das war keine Simulation der Zukunft, sondern das ist bereits passiert. Eine Unsicherheit kann ich euch aber nehmen. Falls ihr denkt, die Prognosen sind, wenn sie unsicher sind, immer übertrieben negativ, dann stimmt das nicht. In einigen Fällen ist das Gegenteil der Fall. Es ist also viel schlimmer eingetreten, als erwartet wurde. Ein Beispiel habe ich euch bereits genannt, und zwar das Schmelzen des arktischen Meereises. Hier mal eine Grafik, damit ihr das wirklich nochmal ganz klar seht. Ihr seht hier die Fläche des arktischen Meereises immer im September seit 1950. Die schwarz gestrichelte Linie ist die Schätzung des vierten IPCC-Berichts von 2007 inklusive Backtesting, also deswegen 1950. In Blau ist die Unsicherheit von damals. In Rot ist das, was dann real gemessen wurde. Und ihr seht, es ist deutlich mehr abgeschmolzen, als angenommen wurde. Das muss natürlich nicht immer so sein, also dass die Abweichungen auch schlimmer sind, aber ihr seht, die Abweichungen, die wir da haben, die gehen in beide Richtungen. Es kann also auch gut sein, dass die Schätzungen nicht übertrieben sind, sondern dass sie total untertrieben sind, so wie in diesem Fall. Und nochmal, es sind einfach die besten Schätzungen, die wir haben. Und diese warnen uns vor einer sehr dramatischen Zukunft, deren Ausgang wirklich komplett von uns abhängig ist. Sollten wir nicht dann unser Handeln nach diesen Erkenntnissen ausrichten?